Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Icarus Online. Ist es schlimm, wenn ich immer Icarus Online sage, anstatt beides auf Icarus? Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen, es ist schrecklich. Ja, wir haben ja jetzt letzte Folge das Rentier gezähmt. Ist mittlerweile schon Stufe 10 geworden, einfach nur dieses Rumstehen und Nun muss ich ja auch noch ein paar Rentiere umklopfen. Im Übrigen könnt ihr hier mal sehen. Ach nee, ich habe keine Reittierwaffe. Aber man kann hier rein theoretisch in dem Spiel auch vom Reittier aus kämpfen. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. So. Denn das macht das Ganze irgendwie nochmal so ein bisschen... Ja, das macht das Ganze irgendwie... Huch, es hat geleckt. Hat extrem geleckt. Das macht das Ganze irgendwie nochmal so ein bisschen flüssiger. So, gucke mal da. Rentiergeweihe brauchte ich ja noch. Jetzt brauchen wir noch ein Rentiergeweih. Das heißt, ich müsste noch ein Rentier umboxen und... Oh, ich glaube, das ist das Einhorn, was man bekommen kann, wenn man eben die Einhörner im Startbereich umhaut. Da muss ich mich nochmal genau mit auseinandersetzen. Du bist eklig, Vieh. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich diese Spinnen auch zähmen könnte, rein theoretisch. Ich meine, man muss ja zum Glück nicht, aber... Und wisst ihr, was auch praktisch ist? Der Beutel fliegt dahin, wo ich gerade stehe, zum Zeitpunkt des Tötens. Das heißt, ich müsste rein theoretisch gar nicht so nah ran, wenn das Viech nicht direkt neben mir stirbt. Aber dann bin ich ja eh schon in der Nähe. So, kann es sein, dass mir immer noch ein Rentiergeweih fehlt? Ja, ne? Deswegen ist da immer noch die Markierung oben drüber. Ich werfe ihm meinen Teddy an den Kopf. Also mit Herzchen und Teddys zu töten, ist immer gleich eine etwas humanere Variante. So, Waldspinne. Brauche ich die jetzt noch oder brauche ich die nicht mehr? Da ist ja eigentlich keine Markierung mehr drüber. Aber ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Aber ich glaube nicht, nee. Guck mal, ich habe jetzt hier das und das Rentier kann ich auch mal noch da drunter packen. Dann habe ich die beide mal offen. So. Aber hier oben ist auch noch eine Quest. Ein Fall von Mordrin. Besiege Logashu. Ich habe keine Ahnung, was Logashu ist. Warte mal, ich muss das Einhorn auch mal noch hier hinpacken. Ich weiß nämlich gerade tatsächlich nicht, wie ich anders absteigen kann, ohne dass ich das Symbol nochmal anklicke. Oh, da haben wir auch noch eine Quest. Guck mal, aber hier sind auch Menschen. Vielleicht ist es ja auch ein Mensch und ich muss gar nicht gegen eine Riesenspinne kämpfen. Das wäre mir definitiv sehr, sehr recht. So, abgenutzte Truhe. Blah. Also, mit Spinnen werde ich mich niemals in meinem Leben anfreunden können. It's my duty to keep these ruins safe. Geheimnis des Salbeigrases. Lasst mich euch etwas über Salbeigras erzählen. Die Stadtmenschen verschwenden es für das Handwerk, aber jeder, der einen harten Winter in den Hochlanden erlebt hat, schuldet dem Salbeigras sein Leben. Es brennt gut, gibt eine tolle Medizin ab und schmeckt auch noch gut. Zumindest, wenn man hungrig genug ist. Mit anderen Worten, eigentlich schmeckt es überhaupt nicht. Aber der Hunger treibt's nei. So. Da hinten müssen wir hin. Ab und an leckt es schon mal so ein bisschen. Ich habe jetzt übrigens von einem ganz komischen Fehler gelesen in den Kommentaren. Manche können einfach keinen passenden Namen finden. Selbst wenn sie irgendwelche komischen Testnamen eingegeben haben, hat es nicht funktioniert. Das ist natürlich echt ärgerlich. Ach, den muss ich kaputt machen. Das sind verdorbene Schutzsteine, okay. Da ist noch so ein Schutzstein. Was muss ich da jetzt machen? Ich will ja keinen Energietrank nutzen.
Nee, ich muss sie nur zerstören. Und da hinten ist Logashu. Ach guck, das ist ein Riesenrentier. Könnte ich den hoch rein theoretisch auch zähmen? Weil eigentlich finde ich den ganz cool. Aber scheinbar kann ich ihn nicht zähmen. Das ist schade. Oha. Den musste ich jetzt platt machen, ansonsten wäre ich gestorben. Oha. Ich hätte jetzt halt eigentlich ganz gerne geguckt, ob ich den rein theoretisch auch, ob ich den rein theoretisch auch hätte zähmen können. Aber keine Ahnung. Bändigungstalisman, Goldtalisman. Das ist einfach jetzt, dass ich mehr Geld kriege. Golddrop um 100% erhöht. 50% mehr Erfahrung und 100% mehr Gefährtenerfahrung. Das ist cool. Warte mal, und hoch, da muss ich... Da muss der Sattel hin, so. Hat jetzt das Einhorn auch einen Sattel drauf? Nee, hat's nicht. Das ist einfach nur... Ich weiß nicht, warum das manchmal so komisch leckt. Weil es irgendwie nicht immer leckt. Ganz merkwürdig. So, die Quest haben wir abgeschlossen. Ihr habt die Steine zerstört. Vielen, vielen Dank. Die Bestien werden sich wohl zurückverwandeln, aber die böse Energie, die über diese Farm gebracht wurde, wächst stetig. Komisch. Ich hielt die Kabimisten, okay, nie für die gelehrte Sorte. Und doch sind sie nun hier und schnüffeln in den Ruinen herum, als gehörten sie ihnen. Was auch immer sie vorhaben, ich bin mir sicher, dass das nichts Gutes ist. Vielleicht könnt ihr sie etwas aufmischen und die Relikte mitbringen, die sie eventuell bei sich tragen. Im Namen der Weiterentwicklung des menschlichen Wissens, versteht sich. Okay, und die sind da oben oder wie oder wo oder was? Ihh. Ach nee, das sind die, die hier so zwischendurch laufen. Dann vermöbeln wir den hier direkt mal. Der hat auf jeden Fall dicken Stoff dabei. Hier, die Dinger, die muss ich doch auch noch einsammeln. Genau, das ist nämlich das Salbeigras. So, eigentlich kann ich hier ruhig die anderen Spinnen noch platt machen, ne? Es gibt hier alles Erfahrungspunkte. Und erst recht jetzt, wo ich diesen Talisman noch aktiv habe, dass ich mehr Erfahrung bekomme, sollte ich definitiv auch die Sachen eigentlich platt machen, die ich nicht angreifen muss, normalerweise wie das Rentier. Und irgendwie habe ich dafür keine Erfahrung bekommen. Hä? Bekomme ich keine Erfahrung? Für sowas? Das weitere Salbeigras. Und dann haben wir das nämlich auch schon mal komplett. Okay. Was war da gerade mit Stufe 1 von 5? Kann ich irgendwie das hier ähnlich wie... Oh, wo konnte man dann nochmal Quests übervoll abschließen? Bei Archage war das. Nee, hier Stufe... Die Sammelstufe war das. Okay. Und wo ist jetzt da hinten ist noch eine Quest? Aber den muss ich jetzt nicht nochmal umhauen. Ach, da hinten. Da ist ein Leichnam.
Den müssen wir untersuchen. 12, 5, 4, 3. Doch, die bringen doch Erfahrungspunkte. Ich wollte schon sagen, irgendwas kann da doch nicht stimmen, dass ich da keine Erfahrungspunkte von den Gegnern bekomme. Okay. Der krasses Knochen haben wir bekommen. Und hier hinten müssen wir jetzt... Ach hier, warte mal, guck mal, ich kann doch gerade eigentlich noch... Riesenteddy! Och nee! Jetzt habe ich gerade da irgend so ein Level abgehabt beim Sammeln. Das ist sehr nice, dass man so gut kiten kann. Kiten ist immer mega angenehm, wenn man nicht so viel aushält, wenn man so eine Stoffklasse ist wie ich hier. Ach guck da, da sind auch noch diese Kerle. Das dachte ich mir doch, dass die eher hier rumrennen als im Wald. Wir reden gleich wieder mit Eve. Wir machen die Quest hier erstmal noch fertig. Das passt ja. Oh. Und da oben haben die immer eine Waldspinne dabei? Oder wie oder was? Mein erster Skill hat ganz schön viel Abklingenzeit, aber zum Glück macht der Skill hier auch jede Menge Schaden. Okay, damit hätten wir die auch umgehauen, aber irgendwas fehlt hier noch. Was fehlt uns denn hier noch? Überprüfe zurückgelassene Steintafeln. Wo sind die? Sind die hier oben? Ich glaube ja. Ja, guck mal da links. Dann hätte ich den gar nicht unten platt machen müssen, oder die anderen hier, sondern ich hätte es auch hier oben machen können. Kriege ich eigentlich kriege ich Lebenspunkte eigentlich so zurück? Ich glaube nämlich, ich habe nichts zum Heilen. Also schon die Tränke, aber... Die wäre überprüft. Eigentlich ja schon. Eigentlich kriegt man ja immer Erfahrung, kriegt man ja Leben immer zurück irgendwann. Wir schützen diesen heiligen Boden, okay. Ob sie das wirklich machen? So, wir reiten jetzt auf jeden Fall erstmal wieder unten zu dem Kerl zurück. Und geben die Quest ab. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Oh. It's my duty to keep these ruins safe. Die alten Schriften stehen nicht in meinem Kompetenzbereich, aber es gibt da ein interessantes Zeichen auf diesen Schiefertafeln. Ich bin mir sicher, dass ich dieses Symbol auf dem Wappen der Karbim-Bruderschaft gesehen habe. Aber was hat es auf diesen alten Relikten zu suchen? Und die andere Quest noch. Eine uralte Macht ruht hier und die Karbimisten wollen sie in die Finger bekommen. Alles läuft auf dieses seltsame, alte Exaran-Gerät im Zentrum der Ruinen hinaus. Wenn ihr es allerdings benutzt, solltet ihr in der Lage sein, ihre Verderbnis von diesem Ort zu tilgen. Okay, das heißt, das sollten wir wohl machen. Danke. Wenn es jemals eine Zeit für Salbeigras gegeben hat, dann ist es jetzt. Okay, also müssen wir uns jetzt um diese Maschine da noch kümmern? Das können wir ja noch machen. Hm.
Ich glaube, hier ist es ziemlich wurscht, welche Richtung wir nehmen, um uns da herauf zu kämpfen. Ich finde das so süß, wie die Schwindlerin kämpft. Ich finde es einfach so, so mega niedlich. Ganz, ganz goldig, die Klasse. Ich weiß nicht, wie die Magierin ist. Ich habe mich tatsächlich gegen die Magierin entschieden, weil dabei stand, dass sie schwer zu spielen ist. Und ich dachte mir, okay, für ein Let's Play mag ich immer eher eine Klasse, die easy zu machen ist. Dass man das halt so, so ein bisschen nebenher quasi spielen kann. Und jetzt? Wir reiten erstmal zurück, dann wird sich ja zeigen, was das jetzt für Auswirkungen hat. Der wird uns bestimmt gleich mehr dazu erzählen können, der Gute hier. Ach nee, der hat gar keine Quest für uns. Wir müssen wieder zurück in das andere Lager. Ja, dann reiten wir da doch als nächstes mal hin. Dann reiten wir da jetzt wieder hin zurück. Das ist dann doch auch ein ganz guter Punkt eigentlich, um ein Ende für die Folge zu finden. Freut mich übrigens, dass euch das Spiel gut gefällt. Es sind auch einige, die das Spiel schon länger spielen, die es damals teilweise bei uns entdeckt haben, als wir das auf Sepp mal gezeigt hatten. Manche haben es so schon gefunden und spielen es schon. Es sind auch einige schon da, die mir interessante Tipps gegeben haben. Zum Beispiel das mit dem Einhorn. Mit dem Schwarzen. Muss ich nur mal noch nachschauen, dass ich diesen Platz wiederfinde. Ja, ich gehöre zu den Black- und Tarnhändlern, aber ich bin nur ein Lehrling. Wenn ihr etwas kaufen wollt, schlage ich vor, es bei den... Ach nee, das ist ja das, das ist ihre Erklärung. Es ging um die Quest. Die Grasse, die Karbin-Bruderschaft, das ist inakzeptabel. Ja, den haben wir ja jetzt tot aufgefunden. Stop loitering about and make yourself useful. Habt ihr ihn getötet? Habt ihr? Ja, ich hoffe, er schmort in der Hölle. Stufe 12, sehr cool. Sehr, sehr nice. Das geht ja gerade ganz gut hier. Nicht schlecht. Hier ist Geld und für den Stein. Versiegelte Gefährten sind von großem Nutzen. Zum Beispiel, wenn ihr eure Ausrüstung einen magischen Vorteil geben wollt. Eure Ausrüstung. Ich sollte hier noch für ein Weilchen sicher sein. Vielen Dank. Dieser Moment, wo man was liest und dann denkt, oh, ich habe was falsch gelesen. Oh, 30 Quests haben wir abgeschlossen, cool. Ich würde das gerne verkaufen, hier so ein paar Sachen. Auch hier die Sachen, die sind ja auch nicht für mich so super gut. Die würde ich auch gerne verkaufen. Das für mich aktuell Beste an Ausrüstung habe ich ja schon angelegt. So, ich lasse jetzt erstmal das Durcheinander in meiner Tasche. Vile werewolves have driven the ranchers from their homes. Danke, dass ihr die Umstände auf euch genommen habt, uns zu helfen. Das waren die Geweihe, genau, für die Medizin. Hier, das sollte helfen. Sie zerreibt die Geweihe und einige Kräuter in ein feines Pulver und füllt es in eine Umhängetasche. Diese Medizin ist mit Eloras Licht durchtränkt. Sie ist um einiges potenter als die Tränke, die in den meisten Apotheken zu finden sind. Beeilt euch damit zu Danzul und er wird ihm nun wieder auf den Beinen sein. Okay, und wir haben die Hauptstory. Unsere Feinde sind ehrgeizig, aber unsere Sache ist tugendhaft. Danke für eure Hilfe, Fanyana. Und Stufe 13, das geht ja hier wie's Brötchen backen. Die Werwölfe stellen unsere größte Gefahr dar und nichts wird sich bessern, bevor sie nicht endlich verschwunden sind. Unsere einzige Möglichkeit besteht darin, den ursprünglichen Werwolf ausfindig zu machen. Wenn ihr etwas Blut der Werwölfe herbringen könntet, finden wir vielleicht die Wurzel des Übels. The answer is in their blood. Okay, und neue Quests haben wir hier auch direkt noch wieder jede Menge. Die können wir ja noch annehmen, oder nehmen wir die erst in der nächsten Folge an? Gucken wir mal fix. Welcome to my shop. Such that it is. Die Sansupus Ranch beliefert Hakains Kreuzweg mit Fleisch und Leder, aber diese Wölfe töten all unser Vieh. Bitte helft uns, sie loszuwerden. Jetzt sind die Wölfe wieder die Bösen.
So. Ich habe mein ganzes Leben lang diese Herde aufgezogen. Ich habe sie alle mit der Hand gefüttert. Ich habe sie morgens und abends gebürstet. Ich habe jedes Kalb auf dieser Farm auf die Welt gebracht. Und nun sind sie da draußen und töten und wenden sich gegen diese Leute? Wie soll ich sie denn töten? Ich bin ein Milchbauer. Ich kann diese Kühe nicht töten. Sie sind wie meine Kinder. The whole herd's going to waste. Oh. Damn shame. Die Wolfskönigin, diese seltsame Bestie Fenris, die in der Nähe ist in der Nähe und will sie und ich will sie töten. Ich bin mir fast sicher, dass sie für diesen ganzen Schlamassel verantwortlich ist. Ihr könnt es zuerst versuchen, wenn es euch in den Fingern juckt. Es macht mir nichts aus, einen verwundeten Wolf zu töten. Und der junge Hirte. Fremder, wenn ihr die Zeit hättet, mir zu helfen. Mein jüngster Arbeiter ist verschwunden. Mit all den mörderischen Rentieren und Spinnen und Werwölfen, die sich hier herumtreiben, befürchte ich, dass er in Schwierigkeiten steckt. Ich kann nicht behaupten, er sei ein mutiger Bursche. Also solltet ihr eure Sache vielleicht in Scheunen und Büschen bringen, beginnen. Eure Suche vielleicht in Scheunen und Büschen beginnen. Oder an jedem anderen Ort, an dem sich ein verängstigtes Kind verkriechen würde. Okay. Hier haben wir die Medizinlieferung. Hakain sei Dank, dass ihr da seid. Meine Wunden pochten. Das ist alles, was ich tun kann, um den Schmerz zu ertragen. Be careful with those werewolves. Und hier haben wir noch welche. If you've got the coin, I've got the guns. So viele Mäuler, aber nur so wenig, womit man sie füttern kann. Die Werwölfe haben uns eingesperrt, während gute Getreidesäcke auf dem Boden verrotten. Ich weiß, ihr seid von der mutigen Sorte. Würdet ihr bitte die Nahrung von den Werwölfen retten? Ich finde es ganz cool, dass man hier wirklich immer dann so für einen ganzen Bereich Quests bekommt, weil dann kann man sie wenigstens hintereinander wegmachen, ne? Something to report? Wir errichteten das Lager, um den Flüchtlingen einen Ruheplatz zu schaffen, aber wir können kaum die Wölfe verjagen. Seht euch um, wir haben nicht einmal halb so viele Männer, wie wir bräuchten, um dieses Lager zu halten. Wenn wir fallen, werden dies auch all diese unschuldigen Dorfbewohner tun. Was wir brauchen, ist Werkzeug und Holz. Damit könnte ich eine Barrikade errichten. Meint ihr, ihr könntet mir helfen? We're completely defenseless here. Natürlich. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, dass wir das erst in der nächsten Folge machen. Ich würde mich für heute erstmal von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Riders of Icarus wieder mit dabei sein würdet. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns also übermorgen schon wieder. Bis dahin, tschüss!